Wir wollen das Land, in dem Rosamunde Pilcher lebte und das sie in ihren Romanen beschrieb, kennenlernen. Also reisen wir nach Südengland. Über London erreichen wir England. Das Wetter ist klar und so können wir vom Flieger aus London und die Themse-Schleifen gut erkennen. Bevor wir weiter nach Cornwall reisen, werden wir auf einer kleinen Stadtrundfahrt einige Plätze in London kennenlernen. Unser erstes Ziel ist das Albert Memorial in Kensington Garden. Albert von Sachsen-Coburg und Gotha war der Ehemann von Königin Victoria von Großbritannien und Irland. Nach der Hochzeit mit der Königin im Jahre 1840 übernahm Prinz Albert später zahlreiche soziale Aufgaben. Er verstarb im Jahre 1861 im Alter von 42 Jahren an Typhus. Seine Ehefrau Königin Victoria veranlasste in Erinnerung an ihren geliebten Ehemann die Errichtung dieses Denkmals. Das Denkmal ist knapp 60 Meter hoch und soll im Sockelbereich an sein Wirken zu Lebzeiten erinnern. In seiner Hand hält er den Katalog der ersten Weltausstellung, die 1851 in London stattfand. Um den Sockel des Denkmals herum läuft ein Fries, das 169 Komponisten, Architekten, Dichter, Maler und Bildhauer darstellt. Die Basis des Denkmals flankieren vier Gruppen, die Landschaft, Handeln, Ingenieurwesen und Fabrikation darstellen sollen. Vier weitere Gruppen, die sich am Fuße der Treppen befinden, stellen die vier Kontinente Europa, Asien, Afrika und Amerika dar. Die Gruppen, die wir hier erblicken, sind die Europagruppe mit dem Stier Europa und die Asiengruppe mit einem Elefanten. Das Gebäude gegenüber dem Denkmal ist die Royal Albert Hall. Sie wurde 1871 eröffnet und bildet den nutzbaren Teil des nationalen Gedenkens zu Ehren von Prinz Albert, dem Gemahl von Königin Victoria. Wer die spektakulären Konzerte Last Night of the Proms im Fernsehen gesehen hat, weiß, wie das Gebäude innen aussieht. Der Kuppelbau wurde auf Anregung des Prinzgemahls Albert errichtet. Circa 8000 Besucher finden in ihm Platz. Rechts um die Ecke in der Nebenstraße steht ein bemerkenswert gestaltetes Gebäude. Royal College of Organists steht über dem Eingang. Hier wurden früher unter anderem Orgelspieler ausgebildet. Jetzt wird es anderweitig genutzt. Das College war Teil der pädagogischen und künstlerischen Bestrebungen, im Zuge der Weltausstellung von 1851 Kultur und Bildung in West-London zu fördern. Das Gelände, auf denen diese Gebäude stehen, wurde von der für die Great Exhibition von 1851 zuständigen Regierungskommission von den erwirtschafteten Überschüssen der Ausstellung erworben. Prinz Albert war eine der treibenden Kräfte hinter der Londoner Industrieausstellung und Präsident der verantwortlichen Regierungskommission. Diese Gegend in South Kensington erhielt den Spitznamen Albertopolis, um Alberts Rolle im Kulturleben des viktorianischen Zeitalters zu ehren. Nach seinem Tod wurde der Begriff ungebräuchlich und seither wird die Gegend South Kensington genannt. Wir fahren jetzt auf der sogenannten Museumsmeile und kommen gerade am Naturhistorischen Museum vorbei. Das Gebäude hat eine wirklich interessante Fassade. Kurz vor dem Buckingham Palast erblicken wir vor uns auf der Buckingham Palace Road eine Kutsche. Zu welchem Mitglied der königlichen Familie sie wo fährt? Wir haben es nicht erfahren. Vor dem Buckingham Palast am Victoria-Denkmal haben sich viele Leute versammelt. Sie warten auf den Wachtwechsel vor dem Palast, der in einer halben Stunde stattfinden wird. Wir haben jedoch keine Zeit und können nicht darauf warten. Immerhin bekamen wir zwei Wachsoldaten mit ihren Bärenfellmützen zu sehen. Die Bärenfellmütze ist eine Kopfbedeckung, die von den Einheiten der Streitkräfte in verschiedenen Ländern als Teil der Paradeuniform getragen wird. Für das Niederkämpfen der französischen Garde-Grenadiere in der Schlacht bei Waterloo wurde auch dem britischen Regiment of Foot Guards 1815 durch königlichen Erlass das Tragen der Bärenfellmütze gewährt. Später führte die britische Armee sie bei allen Garde-Infanterieregimenten ein.
Die britische Bärenfellmütze ist ca. 45 cm hoch und wiegt 680 Gramm. Das ist ein ganz schönes Gewicht, das die Soldaten auf ihren Köpfen tragen. Am anderen Ende des Platzes reitet jetzt die Horse Guard vorbei. Sie begeben sich zur alten Admiralität am Ende der Straße The Mall. Im Jahre 2009 haben wir dort den Machtwechsel der Horse Guard erlebt. Die Reiter des Machtwechsels kommen jetzt auf den Platz vor der Admiralität. Die bisherige Wachmannschaft mit den dunklen Uniformen verlässt jetzt das Gebäude. Nun reitet die neue Wachmannschaft in das Gebäude. Damit ist der Wachwechsel vollzogen. So war das 2009. Heute, also 2013, kommen die Reiter in den dunklen Uniformen hierher und lösen die Reiter mit den roten Uniformen ab. Das haben wir zwar nicht gesehen, aber an den Wachwechsel von 2009 erinnerten wir uns noch sehr lebhaft. Wir müssen wieder zurück zur Buckingham Palace Road. Dort werden wir bei der Queen's Gallery wieder in unseren Bus einsteigen. Der Bus ist noch nicht da, so können wir unseren Blick noch an der Palastmauer entlang schweifen lassen. Weiter hinten steht ein zweistöckiges Gebäude, das im Giebel ein Relief mit Pferden und einem Reiter hat. Hier befinden sich die Royal Mews, die königlichen Stallungen. In diesen Hofstallungen ist der staatliche Fuhrpark untergebracht. Dazu gehören die Pferdekutschen wie auch Kraftfahrzeuge, die bei Krönungsfeierlichkeiten, Staatsbesuchen, königlichen Hochzeiten und den offiziellen Parlamentseröffnungen eingesetzt werden. Jetzt sind wir in der Nähe der Themse am Parlamentsplatz. Am südlichen Ende des Platzes steht die Statue eines Menschen, der uns bekannt vorkommt. Es ist die Statue von Sir Winston Churchill. Der Parlamentsplatz ist von vielen wichtigen Gebäuden umgeben. Vor uns steht der Westminster-Palast, the Houses of Parliament. Links am Gebäude steht der bekannte Uhrenturm mit der Glocke Big Ben, der Clock Tower. Er wurde im Jahre 2012 aus Anlass des 60-jährigen Thronjubiläums von Königin Elisabeth II. In Elisabeth Tower umbenannt. Hinten rechts der Turm, auf dem die englische Fahne weht, ist der Victoria Tower. Wir drehen uns nach rechts und es kommt eine kleine Kirche in Sicht. Es ist die St. Margaret Church. Dahinter steht die Kirche Westminster Abbey. In ihr werden traditionell die Könige von England gekrönt und beigesetzt. Hier befand sich ursprünglich eine Klosterkirche der um 750 gegründeten Benediktinerabtei. Jetzt blicken wir auf die Westfront der Kirche und schauen uns die Reliefs mit den Heiligen und den Staatswappen genauer an.
Die Kirche des Kollegiatstifts St. Peter zu Westminster gehört zur Kirche von England, ist aber aufgrund ihrer Funktion keiner Diözese zugeordnet. Sie untersteht direkt der britischen Monarchie. Daher wird ihr oberster Geistlicher, der Dekan von Westminster, direkt vom britischen Monarchen berufen. Rechts neben der Kirche steht ein Gebäude mit einer auffälligen Fassade. Leider ist der linke Teil durch Planen verdeckt. Im Jahre 2009 bekamen wir die Fassade zu sehen. Sieht sie nicht interessant aus? Was ist das für ein Gebäude? Auf einem Schild am Haus steht The Sanctuary. Das Gebäude, das Heiligtum von Westminster, war ein Ort auf dem Gelände von Westminster Abbey, in dem verfolgte Menschen vorübergehend Schutz suchen konnten. Dieses Asylrecht wurde im späten Mittelalter praktiziert. Edward der Bekenner, er war von 1042 bis 1066 der vorletzte angelsächsische König, hatte diese kirchlichen Einrichtungen gefördert. Er ließ die Benediktinerabtei St. Peter, die heutige Westminster Abbey, mit dem Sanctuary erbauen. Das war ein wichtiger Ort unter den Zufluchtsstätten. In den folgenden Jahrzehnten suchten auch etliche Adelige dort Schutz. Im 17. Jahrhundert wurde das Gebäude teilweise abgerissen. Wir blicken jetzt von der Kirche auf die gegenüberliegende Seite des Platzes. Imposante Gebäude stehen dort. Am linken Ende, an der Victory Street, erspähen wir ein Gebäude mit einer großen Kuppel. Methodist Central Hall steht auf der Fassade. Es handelt sich um ein Mehrzweckgebäude mit einer methodistischen Kirche, einem Konferenz- und Ausstellungszentrum, einer Kunstgalerie und Büroflächen. Dieses Gebäude wurde um 1912 errichtet. Rechts daneben steht ein sehr modern aussehendes Gebäude, das The Queen Elizabeth Conference Center. Links neben der Methodist Central Hall steht ein Gebäude, dessen Hauptportal mit vielen Statuen verziert ist. Es ist die Middlesex Guildhall. Früher stand hier das Rathaus der Grafschaft Middlesex. 1912 wurde das alte Gebäude durch einen Neubau ersetzt, der im Stil des Mittelalters errichtet wurde. Wie wir auf einem Schild am Eingang erkennen können, befindet sich heute in dem Gebäude der oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreiches. Jetzt wollen wir einen kleinen Imbiss zu uns nehmen und fahren dazu quer durch London zum Stadtteil Covent Garden. Schon in der Römerzeit existierte dort eine Siedlung. Im 13. Jahrhundert hatte das Kloster der Abtei St. Peter in Westminster hier einen Klostergarten, der eine wichtige Quelle für die Versorgung von London mit Obst und Gemüse für die nächsten 700 Jahre war. Heute steht hier ein Markthallenkomplex, in dem neben Obst und Gemüse auch eine Vielzahl von hochwertigen Waren wie Antiquitäten, Kunsthandwerk, Bilder und handgefertigte Kleidung angeboten werden. Im Mittelbereich der Markthallen befinden sich eine Etage tiefer Restaurants. Dort gehen wir jetzt hin. Hier treffen wir auf eine Gruppe Künstler, die sehr bewegt musizieren. Nicht nur wir, sondern viele andere Besucher waren begeistert von dem, was sie hören können. Zum Abschluss des Tages unternehmen wir noch eine kleine Bootsfahrt auf der Themse. Dazu fahren wir wieder zur Westminsterbrücke. Dort vor dem House of Parliament steht die Statue der Boadicea. Boadicea war eine britische Königin und Heerführerin, die in den frühen Jahren der römischen Besetzung, so um 60 nach Christus, einen erfolglosen Aufstand gegen die Römer anführte. Wir haben Glück und können jetzt die Glocke Big Ben hören. Gegenüber dem Schiffsanleger steht das London Eye, das Riesenrad. Das London Eye, auch bekannt unter der Bezeichnung Millennium Wheel, ist mit einer Höhe von 135 Metern das derzeit höchste Riesenrad Europas. Jetzt fahren wir mit dem Boot die Themse hinunter und erblicken am nördlichen Ufer einige interessante Sehenswürdigkeiten. An der Tower Bridge verlassen wir das Schiff wieder. Das war ein kurzer Besuch in London.